Herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich heiße Felix und heute wollen wir über ein Projekt sprechen, das ich jetzt schon vor längerer Zeit auf meinem Kanal vorgestellt habe. Und zwar ist das Ganze schon über einen Monat her und es geht heute um Orange Financial, einer Plattform, die sozusagen durch den Kauf ihres NFTs passive Yield Farming Rewards verspricht, ungefähr in einem Rahmen zwischen 2 bis 4% pro Monat. Das ist kein Wert, der von der Plattform ausgegeben wird, von den Ownern, sondern das ist jetzt mein Wert, den ich über die letzte Zeit beobachtet habe und denke ich mal auch realistisch ist, dass wir diesen über die nächsten Monate, über das nächste Jahr und alles, was danach kommt, erhalten werden. Ich wollte euch jetzt hier mal aufs Laufende bringen, da ich am Anfang auch relativ skeptisch war, da noch kein KYC oder Doxing-Prozess für den Owner durchlaufen wurde. Ich habe mir das Ganze jetzt, wie gesagt, die letzten 4 Wochen angeschaut und bin jetzt selbst vor ein paar Tagen eingestiegen, da ich mit der Zeit die Sicherheit gewonnen habe, unter anderem auch die Transparenz auf deren Discord. Jeder einzelne Prozess wird dort gezeigt und ich möchte euch heute hier in diesem Video einmal zeigen, wie sie genau arbeiten und was die Transparenz im Projekt betrifft. Erstmal ganz kurz, der Mint ist immer noch live. Man kann quasi immer noch diese Black Card minten für 250 USDC auf der Polygon Chain. Es sind jetzt aktuell 245 gemintet von insgesamt 500. Es wird danach keine dieser Black Cards mehr geben. Das sind sozusagen die Early Adopter NFTs hier. Danach wird es noch insgesamt 9.500 dieser Orange Cards geben, die nach und nach für den Mint freigestellt werden. Aber diese sind dann schon bereits 50 USDC teurer. Dann wollen wir uns ganz kurz anschauen, wie werden denn die Rewards verteilt, die hier durch die ganzen Liquidity Mining Prozesse verdient werden. Und zwar 50% werden in diese Yield- bzw. Liquidity Farming Prozesse reinvestiert, 45% wandern in den Rewards Pool. Dazu kann ich auch gleich sagen, es hat bereits die erste Auszahlung für alle Early Adopter stattgefunden und 5% der Gewinne gehen an das Team. Und es sind auch die einzigen Fees, die man hier sozusagen bezahlt. Denn das Team verdient nur, wenn sie auch Yields erwirtschaften. Und das ist, glaube ich, das fairste System, das man haben kann. Sie verdienen weder an dem Sale der NFTs, es gibt keine Empfehlungsboni oder sonstiges, sondern sie müssen wirklich Rendite erwirtschaften, um dann letztendlich auch selbst was verdienen. Dann hier vielleicht nochmal ganz kurz die Seiten, auf denen sie das Ganze machen. Und zwar, wir werden uns gleich das Portfolio im Detail anschauen. Da sind unter anderem einige bekannte Namen dabei, auf denen man Yield Farming bzw. Liquidity Mining, Staking, Lending betreiben kann. Dann wollen wir uns einmal das gesamte Portfolio hier anschauen. Das hat aktuell einen Wert von 57.000 US-Dollar. Das setzt sich zusammen aus den Geldern, die für den Mint der NFTs eingenommen wurden und auch den Reinvestitionen aus dem letzten Zyklus. Und wenn wir hier einmal durchscrollen, dann sehen wir beispielsweise, dass noch sehr, sehr viel in Liquidity hier rumliegt. Sie setzen natürlich auch auf diverse Coins, auf dessen Wertentwicklung. Und hier unten sehen wir Yield Farming, Liquidity Mining, Staking, Lending. Kann man sich hier alles ganz transparent anschauen. Zu diesem Portfolio gibt es natürlich noch eine Wallet und hier sammeln sich quasi die Rewards, die dann im nächsten Zyklus ausgeschüttet werden. Also diese Rewards werden dann anteilsmäßig an die Leute, die ein NFT halten, ausgeschüttet. Je mehr NFTs man in diesem Fall hält, desto mehr Rewards bekommt man dann natürlich letztendlich auch ausgeschüttet aus diesem Gesamtpot. Dann wollen wir uns einmal anschauen, wie viele Halter gibt es denn aktuell. Und zwar sind es 105 Adressen bei 245 geminteten Orange oder Black Card NFTs. Also das heißt durchschnittlich 2,5 pro Wallet. Die kann man hier auch unten alle einsehen. Also es gibt jetzt keinen allzu großen Halter. Das ist auch unbedenklich, weil es eben NFTs sind und diese nicht so einfach eingetauscht werden können. Man kann natürlich sein NFT dann am Marktplatz verkaufen, muss natürlich aber im Gegenzug auch einen Käufer finden, der einem das NFT abkauft. Die ganze Kollektion kann man beispielsweise hier auf OpenSea sehen und es ist jetzt aktuell auch keins gelistet. Also alle, die diese NFTs in der Regel kaufen, wollen damit natürlich passives Einkommen erzielen und spekulieren hier erstmal nicht auf eine Wertentwicklung dieser NFTs, dass ich auch erstmal, also jetzt kurzfristig für unwahrscheinlich halte, dass diese NFTs im Wert ansteigen werden, solange die neue Kollektion, die dann um 50 bzw. $100 zur Whitelist teurer ist als die aktuelle in der Black Card Edition. Dann wollen wir uns hier mal auf dem Discord den aktuellen Report anschauen, was jetzt mit dem ersten Kapitalschwung erwirtschaftet wurde. Und zwar sieht man hier, sie haben einen Snapshot gemacht am 7. Februar. Dabei waren rund 44.000 US-Dollar im Pool. Mit diesem Pool wurden dann letztendlich 578 US-Dollar in Rewards erzielt. 260 wurden an die Halter ausgeschüttet, 289 wurden reinvestiert und $28,90 wurden an das Team gesendet. Das ist quasi die Allokation, die ich euch vorher im White Paper gezeigt habe. Und nicht nur was diese Reports oder das gesamte Portfolio betrifft, sind sie sehr transparent, sondern hier gibt es einen kompletten Members-Only-Bereich, wo man beispielsweise auch hier, wenn man Bookkeeping anklickt,
die einzelnen Schritte des Owners sieht. Das kann ich euch jetzt natürlich hier im Video nicht zeigen, da das vertrauliche Daten sind, nur für Leute, die eines dieser NFTs halten. Das könntet ihr dann anschauen, sobald ihr eines der NFTs gekauft habt. Ich kann euch nur so viel sagen, es wird jeder einzelne Schritt dokumentiert, wenn beispielsweise Gewinne gemacht wurden, wenn Funds umgeschichtet wurden, wenn irgendwas geswappt wurde. Alles wird dort eins zu eins dokumentiert. Was wir hier allerdings in den Reports noch sehen, die letzte Auszahlung, die ich euch noch zeigen möchte, und zwar waren das, wie gesagt, insgesamt rund 260 US-Dollar. Und hier sehen wir dann beispielsweise die Aufteilung an die einzelnen Leute, je nachdem, wie viele der NFTs man eben gehalten hat. Und all das zusammengefasst hat mir jetzt in den letzten Wochen einfach das nötige Vertrauen gegeben, hier ein bisschen Geld reinzulegen, auch wenn der Owner nicht gedoxt oder KYC ist. Man muss natürlich berücksichtigen, er hat volle Kontrolle über alle Gelder, die hier eingezahlt werden. Also er könnte potenziell mit dem Geld verschwinden. Und das sollte jedem bewusst sein. Das ist das Risiko, das wir hier haben. Aber aus meiner Sicht ist das Risk-Reward-Verhältnis hier sehr, sehr gut, selbst wenn es nur 2 bis 4% pro Monat sind, was für manche relativ wenig erscheinen mag. Aber das ist definitiv mehr, als wir irgendwo im traditionellen Markt bekommen. Und wie gesagt, es ist ein komplettes Hands-off-Investment. Ihr kauft euch diese NFTs auf dem Polygon-Netzwerk und lasst die einfach auf eurer Wallet liegen. Und dann werden euch die Gelder an die Wallet geschickt, sollte hier die nächste Auszahlung dann stattfinden. Also man muss sich selbst um nichts kümmern, man muss nichts staken, man muss nichts claimen, man muss nichts reinvestieren. Und das ist genau das, wonach ich suche. Und ich habe jetzt hier eben Vertrauen gewonnen in Orange Financial. Bin deswegen eingestiegen und werde vermutlich auch nochmal nachlegen, je nachdem, wie schnell der ganze Mint jetzt zu Ende geht. Ihr findet natürlich alle Links unten in der Videobeschreibung. Schaut euch gerne noch das erste Video dazu an, in dem ich einen kompletten Überblick über das ganze Projekt gebe. Es hat sich natürlich einiges getan in der Zwischenzeit, deswegen am besten auch die Discord-Announcements dort verfolgen. Wenn ihr immer auf dem Laufenden sein wollt, kommt zu uns auf den Community-Discord. Ansonsten, wenn Fragen bestehen, natürlich auch gerne einfach unter dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.